So stehe ich hier und blicke als erster vor mir in dieses Tal. Und mir schießt dieses Gedicht in den Kopf. Und willst du selbst mir nach, so musst du dich bereiten. Auf Schmerzen und auf Schmach, auf Öd und Einsamkeiten. Nichts hätte dieses fremde Land besser beschreiben können. Meine neue Heimat. Ich grüße dich. Und damit ein herzliches Willkommen hier auf Monolith, hier zum allerersten Video zu Monolith, ihr Paragon-Fans da draußen. Ich bin Beneos für Gamerholics TV und hier kann ich jetzt endlich über Monolith sprechen. Wir konnten schon eine Woche lang testen und spielen und ausprobieren und diskutieren und jetzt ist die NDA gefallen und wir können direkt in die Vollen gehen. In diesem Video möchte ich zum einen auf die unzähligen Changes eingehen, die auch nicht zwangsläufig in den Patchlogs dokumentiert, aber schon massive Auswirkungen auf das Gameplay haben und auch erwähnen, wie so der Eindruck von Monolith ist und wie es sich darauf spielen lässt und was vor allen Dingen neue Leute auf der neuen Karte beachten und wissen sollten. Also vorweg, ich spreche extra langsam und wenn du jetzt irgendwas machst, Bus fährst, Auto fährst oder so, fahr rechts ran und hör einfach ganz genau zu, denn das ist sehr wichtig. Wenn du morgen Monolith zockst, dann stell dich darauf ein, dass alles komplett anders ist und du völlig überfordert sein wirst. Jeder denkt, er wäre mega nice und von mir aus seid ihr auch mega nice, trotzdem werdet ihr auf die Fresse kriegen. Du wirst zacken, jeder wird zacken und das ist auch gut so, weil das ist ein komplett neues Spiel, was man komplett neu lernen muss und diese Frustration, die sich daraus aufbauen kann, wird sich, und da bin ich absolut überzeugt, deswegen extra so laut, in den Reddit-Posts und auf Facebook und in den Comments unter diesem Video ausdrücken. Ich möchte eure Erwartungen senken, nicht weil es scheiße ist, ganz im Gegenteil, ich glaube Monolith ist das allerbeste, was Epic Games Vision vom neuen Paragon passieren konnte. Aber das Spiel muss von vorne gelernt werden, das heißt die ganzen 6 Monate oder wie lange du schon spielst, von mir aus fast ein Jahr, sind quasi egal. Jeder Held fühlt sich äußerst mächtig an, die Kämpfe sind äußerst schnell, die ganzen Heldenskalierungen funktionieren anders, die Decks sind völlig über den Haufen geworfen, müssen von Grund auf neu aufgebaut werden, die Art und Weise, wie ich meine Karten während des Matches kaufe, die Art und Weise, wie ich von Lane zu Lane gehe, die verschiedenen Phasen, die Mechaniken auf der Karte und. Und du wirst ins Spiel kommen und ich wiederhole es nochmal und du wirst zacken. Es ist eine andere, völlig neue Spielerfahrung und ich unterstreiche das und das ist auch nicht übertrieben und ich finde es auch nicht in der Form scheiße, es ist nur ein komplett anderes Spiel und muss auch so gelernt werden. Das ist so, als ob du dein ganzes Leben lang einen Opel Corsa mit Automatikgetriebe gefahren bist und sitzt jetzt in diesem rattenscharfen Porsche, der aber ein Schaltgetriebe hat. Das heißt, bevor du mit dem erstmal richtig abfahren kannst und Spaß haben kannst, musst du erstmal mit diesen ganzen Mechaniken klarkommen und so. Aber wenn du das geschafft hast, dann kommt der große Spaß. Und es werden, wie ich schon im Goodbye Agora Video gesagt habe, viele Leute abspringen, aber auch viele Leute dazukommen, die jetzt mehr auf MOBA und mehr auf Action stehen. Die Leute, die Dota feiern oder LOL für die krassen Teamfights, die sind jetzt hier genau richtig. Die Leute, die sich an dem alten Paragon festklammern und sagen, das ist das, was ich spielen möchte, MOBA ist mir eigentlich egal, aber das, was Paragon war, das ist das, was ich will, die werden ganz sicher unglaublich enttäuscht sein. Aber der große Rest, die auf competitive, schnelles, hartes Gameplay stehen und die Geduld und auch die Weisheit besitzen, sich mit dem Spiel von vorne neu auseinanderzusetzen. Also nicht mit der Grundprämisse, ich weiß, wie alles geht, feede 6-mal rein, wobei 6-mal extrem wenig wäre, und sagen dann, okay, das Spiel ist scheiße, ich bin draußen. Dann können wir nur sagen, goodbye Agora, goodbye Monolith. Für all den anderen, die den Rest jetzt noch dabei geblieben sind und sagen, Monolith ist mein Ding und ich möchte diese Challenge angehen und dieses Spiel meistern, so wie ich damals das alte Paragon gemeistert habe, die bleiben jetzt dran, denn jetzt gehen wir auf die Changes ein. Das Spiel ist richtig krass schneller. Also viel schneller bedeutet, man ist auf der Lane, man macht sein Ding, kommt sofort zum Engage, geht links, geht rechts, man hat bam, 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 bam. Man hat absolut konzentrierte Teamfight-Action von Minute 7 bis Minute 30, wo die Spiele in der Regel aufhören. Das hat eins der großen Unterschiede, ist, man hat nicht 1, 2, 3 super wichtige Teamfights, sondern man hat hier
20, 30 Teamfights in einem Match und die Summe aller Wins und Lose entscheidet, wer gewinnt. Das heißt, das allererste, was du absolut im Kopf behalten musst, ist, du wirst viel häufiger sterben, als es jetzt der Fall ist. Wenn du bei Minute 5 gegankt wirst auf der Lane, dann hast du die Lane nicht verloren, sondern du bist halt einfach nur gestorben. Das ist kein Weltuntergang, du wirst in der Regel 7 bis 10 Mal in einem Match sterben, das ist kein Problem. Die Respawn-Timer sind ebenfalls herabgesetzt, aber viel wichtiger ist, was du aus den Kills machst, welche Lane du wie anpusht, welchen Buff du jetzt machst von den vielen, die es jetzt gibt, oder ob du den Orb Prime machst oder wie du dich einstellst. Das heißt, super schnell Entscheidungen treffen. Es gewinnt das Team, was schneller gute Entscheidungen trifft und sich zusammenzieht an einem Punkt der Map, um dort den nächsten großen Teamfight anzugehen und dann wiederum auseinanderzugehen, um dann die Lanes zu pushen oder andere Aufgaben zu erfüllen. Die Map ist noch nicht fertig, das heißt, es gibt unzählig viele Baustellen und es ist nur der absolute Grundstock. Das heißt, Texturen fehlen noch, es gibt Platzhalter-Texturen, die noch nicht hundertprozentig aussehen, die Geometrien werden noch verfeinert, das Balancing wird angepasst, Texturen ausgetauscht, das ist alles noch krass im Werden. Dementsprechend seid ihr gewiss, dass es visuell erstmal ein Rückschritt ist, aber bis Februar haben wir die Map schon so weit, dass sie richtig geil aussieht, wie die alte Legacy. Du bekommst Kartenmacht jetzt nicht mehr im Dreierpack, sondern für jedes Level bekommst du ein Kartenmacht. Du levelst dafür natürlich häufiger, bedeutet aber, dass du auch mit ungeraden Zahlen zur Basis zurückgehst. Das heißt, du hast manchmal 4, 5 oder 7 Kartenpoints, die du ausgeben kannst. Das bedeutet, wenn die Decks werden nicht immer unterstützen, dass du immer alle Kartenpoints ausgeben kannst. Dementsprechend musst du gewiss sein, dass du nicht dich scheiße fühlen musst, wenn du mal mit einem Kartenmacht nicht ausgegeben zurück zum Schlachtfeld gehst oder du genug ein Ember Tokens hast, mit denen du die Kartenmacht irgendwie aufbrauchen kannst. Das hat aber balance-technisch den Vorteil, dass du immer die gleiche Anzahl an CXP brauchst, nämlich 1000. 1000 CXP sind immer ein Level, egal in Minute 50 oder in Minute 4. Von daher ist es sehr gut zu balancen, zum Beispiel ein Black Buff gibt dir immer genau 1000 CXP, bedeutet genau ein Level Up, genau eine Kartenmacht. Wards. Wards laden sich in der Basis nicht mehr auf, sondern haben einen Cooldown, wenn du den Ward gesetzt hast, nachdem er sich wieder von neu auflädt. Das heißt, ein Ward arbeitet jetzt mit Charges, die sich automatisch wieder aufladen, egal ob du auf der Lane bist oder in der Basis oder tot. Dein Ward kann also maximal 2 Charges haben, dann ist alles wieder auf Cooldown. Das bedeutet, Wards sind jetzt noch wichtiger als vorher, denn dein gesamtes Team kann mit 5 Spielern genau maximal 10 Wards auf der Karte platzieren, egal ob du zurück zur Basis gehst oder nicht. Von daher ist es jetzt noch viel wichtiger, dass wirklich jeder einen Ward dabei hat. Wenn nämlich nur ein einziger Spieler kein Ward dabei hat, dann nimmst du deinem Team 20% deiner potenziellen Map Vision. Mega fies. Die Tower stehen jetzt sehr, sehr dicht beieinander, aber sie sind echt nicht einfach zu knacken. Das heißt, wie in den guten alten Tagen halten die Tower wieder ordentlich was aus und die Minions sind, naja, auch so wie sie sind, aber sie machen den Tower nicht mehr so schnell down, wie es früher der Fall war. Daumen hoch dafür. Falls ihr noch nicht bemerkt habt, Paragon ist jetzt viel, viel schneller als vorher. Das liegt vor allen Dingen daran, dass viele Animationen viel schneller ausgeführt wird. Zum Beispiel der Smash and Grab von Grux, seine Q-Fähigkeit, ist jetzt instant, das geht tschapam, dann wirst du rangezogen. Oder der Schildschlag, die Ultimate vom Steel, das ist nicht mehr Knall, sondern tschapang, dann knallt er auf den Boden und du fliegst schon in der Luft. Gideon macht instant seine Ultimate, Feng Mao springt in die Luft und schmettert sein Naginata in den Boden und zerreißt alles. Also es ist alles sehr viel schneller. Natürlich ist jetzt Feedback eurerseits wichtig, vor allen Dingen Schildschlag von Steel, der instant ausgeführt und fast nicht zu dodgen ist, ist balance-technisch momentan noch diskutabel. Aber das ist das geringste Problem, denn was Balancing angeht, da können die Jungs sich natürlich von Epic Games austoben. Aus dieser Geschwindigkeit resultiert natürlich viel mehr Action. Diese klassischen Laning-Phasen gibt es zwar auch noch, aber man ist jetzt viel, viel, viel schneller versucht, sofort irgendwo hin zu switchen, um in Teamfight auf die Fresse zu geben. Das ist das neue Paragon, was wir hier sehen. Das heißt, du gehst immer wieder zurück auf die Lane und pusht, aber dann ziehst du dich super schnell wieder zusammen. Oder du wirst von einem Rampage einfach, der in deinem Jungle rumrennt, von hinten auf der Lane angegriffen. Das musst du erstmal alles verstehen. Wie gesagt, du wirst übel zacken am Anfang. Also sei nicht frustriert davon, das ist normal. Das ist total normal und selbst die Pro-Spieler wie Certified Narendon, Go Chopper, Po Chopper, die haben alle gleich geflucht am Anfang und haben es dann richtig abgefeiert und 24/7 gezockt. Auf jeder Teamhälfte gibt es 3 Jump Pads, 2 davon in deiner Basis, mit dem du dich direkt bis zum Inhibitor vorteleportieren kannst, vorjumpen kannst und ein im Jungle, wo du über die Midlane fliegen kannst. Deine Inhibitor Jump Pads werden deaktiviert, wenn dein erster Tier 2 Tower down ist. Das heißt, wenn der Feind irgendwo von Inhib steht, kannst du dich nicht mehr schnell nach vorne an die Front bewegen. Ein wichtiger taktischer Faktor.
Zwei Punkte zum Abschluss noch ganz, ganz kurz. Und zwar, der Jungler hat mittlerweile die schwierigste und fast komplexeste Rolle der Welt, denn er definiert das Tempo am Anfang und die Jungle-Minions sind so ziemlich für jeden Jungler anfangs extrem hart. Und es kann durchaus sein, dass du gerade mal mit einem CXP zurück zur Basis musst, weil alle deine Heilpots aufgebraucht sind. Wird sich vielleicht noch ändern, aber momentan extrem schwierig zu spielen. Und eine weitere wichtige Mechanik, die Nebelwände, die sind nicht komplett zu. Das heißt, man sieht ein bisschen verschwommen, was dahinter liegt, aber wichtig ist, du siehst keine Spieler dahinter. Auch wenn es so aussieht, dass du dahinter ein bisschen was von der Welt siehst, Spieler, die dahinter stehen, siehst du nicht. Erst wenn da ein Ward steht, ein Mate, den Feind sieht, der dahinter steht, oder du selber durchgehst. Also nicht wundern, du siehst da nichts hinter, gehst durch, auf einmal steht ein Rampage vor dir. Das soll es erstmal dazu gewesen sein. Wir haben schon wieder die böse Zahl von 10 Minuten erreicht. Es wird dazu ausgiebig viele Tutorials und Guides geben. Wir werden alles dafür tun, euch diesen Kulturschock so gut wie möglich verdaulich zuzubereiten. Unter anderem wird es Jungle Guides, Laning Guides etc. pp. Geben. Und das machen wir nicht alleine, sondern mit anderen aus der Community. Zum Beispiel den Laning Guide unten in der Beschreibung bekommt ihr präsentiert vom guten Kevin, dem Darth Sorrow, der dort für Project Final den Tutorial Master macht und euch das erklärt. Von uns gibt es dann noch den Jungle Guide und den Ward Placement Guide, also seid gespannt. Und zum Allerabschluss, es tut mir leid, dass ich euch wieder voll laber, aber heute Abend um 19 Uhr auf unserem Twitch.tv-Kanal von Gamerholics TV streamen wir mit Epic Games zusammen die ersten Games auf Deutsch in Monolith. Und zwar wird es eine Community-Aktion geben, wo wir mit deutschen Spielern gemeinsam mit Mitarbeitern von Epic Games gegen zum Beispiel spanische Community-Leute mit ihren Community-Mastern von Epic Games und französischen oder englischen spielen. Das heißt, es wird eine richtige Gaudi, das allererste kleine Mini-Turnier auf Monolith. Mega nice. So, seid gespannt, wir sehen uns bis später. Macht's gut, ich bin raus. Lasst euch vom Monolith nicht unterkriegen, es dauert echt mindestens 7 Games, bis du alles ungefähr drauf hast. Aber es macht dann richtig krass Spaß. Macht's gut, ciao, ciao. Für Paragon den ersten 72-Stunden-Stream zur Closed Beta-Party gemacht haben. Koop-Game, jeder war Noob. Mein erster Held war Steel. Ich glaube, auf der Midlane hatte ich meinen ersten Kill geholt. Thank you.